habe mal so einen wunderschönen Spruch gelesen: Wenn du Fehler an Menschen suchst, solltest du erstmal in den Spiegel gucken, bevor du zum Fernglas greifst. Den fand ich sehr gut, den Spruch. Und eben gerade kam mir diese Idee, das kann man auch auf positive Dinge beziehen. Wir hoffen immer so auf Glück von außen und warten darauf, dass uns nette Menschen begegnen, dass wir den Traummann, die Traumfrau treffen. Was weiß ich, auf den Sechser im Lotto, auf was wir alles Schönes warten, was uns vom Außen, vom Schicksal, von wem auch immer, wer auch immer sich verantwortlich zeichnet, dass wir auf diese Dinge warten. Und ich habe gerade festgestellt, stelle es jeden Tag immer wieder fest, wie viel Reichtum und wie viele Schätze wir in uns tragen, derer wir gar nicht bewusst sind. Und vielleicht sollten wir auch da erstmal bei uns anfangen. Wir können uns das Leben in so vielen Bereichen, an so vielen Stellen einfacher machen, indem wir auch ein bisschen dankbarer sind und eine gewisse Demut vor dem Leben und vor unserem Sein. Wir sind wirklich so viele, die meisten von uns sind echt beseelt und wissen es oft gar nicht so richtig zu schätzen. Und wenn du aus dieser Liebe und dieser Dankbarkeit heraus dann auch noch mehr ins Geben kommst als ins Nehmen, und ich darf noch ein paar Leute ein paar Scheiben abschneiden, sondern also dann wäre ich echt zufrieden.